Einen wunderschönen guten Tag und hallo aus Weißer Vorhang in der Nähe von Hamburg. Ja, ich bin seit 2 Wochen in Deutschland schon und habe eine sehr schöne Zeit bisher mit meiner Familie gehabt. Wie immer ist da die Zeit wirklich wie im Flug einfach so vergangen. Ich habe das Gefühl, es ist erst ein Tag vergangen. So hatte ich auch bisher kaum Zeit, irgendwelche Freunde zu treffen. Ich habe wirklich kaum jemanden getroffen bisher und natürlich, wie ihr gemerkt habt, auch nicht viele Videos gemacht. Und deswegen, vor allem wegen der Freunde, habe ich mich entschieden, kurzerhand nochmal den Aufenthalt hier in Deutschland um eine Woche zu verlängern. Man weiß ja nie, wann man das nächste Mal zurückkommt. Da dieses Thema Unterschiede zwischen Deutschland und den USA ja wirklich eins der Hauptthemen meines Kanals momentan ist, habe ich in den letzten 2 Wochen automatisch sehr stark darauf geachtet. Und so habe ich auch bewusst darauf geachtet, was ich so aus den USA vermisse, wenn ich hier in Deutschland bin, was ich nicht vermisse und was ich an Deutschland vermisst habe und nicht vermisst habe. Von manchen war ich wirklich selber überrascht. Und manchmal habe ich sogar gemerkt, dass ich in Zukunft bei diesen Vergleichsvideos wirklich aufpassen muss. Ich lebe hier nicht mehr und auch Deutschland verändert sich. So muss ich wirklich aufpassen in Zukunft, dass ich nicht Deutschland von vor 7 Jahren mit USA von heute vergleiche. Ganz konkretes Beispiel, und da bin ich froh, dass ich euch habe in den Kommentaren und wie ihr immer Sachen ergänzt und Informationen hinzufügt. Ich war so überrascht, wie viele SUVs und sogar Pickup-Trucks hier auf den Straßen fahren jetzt in Deutschland. Das gleiche betrifft Neuwagen und teurere Autos. Auch amerikanische Klischee-Produkte wie Reese's Cups oder Pop-Tarts, wo ich davon ausgehe, dass ihr die eventuell noch nie gesehen habt, außer ihr wart schon mal in den USA, auch die habe ich hier im Supermarkt gesehen. Natürlich nicht in 40 verschiedenen Geschmacksrichtungen und nicht in diesen riesen Monsterpackungen, wie sie in den USA zu finden sind. Folgende Dinge sind so gut wie alle Alltagsdinge, also nichts Gravierendes, nichts Lebenswichtiges und teilweise ist es auch persönliche, subjektive Wahrnehmung. Das kann ich einfach nicht oft genug sagen. Einkaufswagen in Deutschland, ich habe sie vermisst. Wenn ich hier mit dem Einkaufswagen durch den Supermarkt cruise, habe ich das Gefühl, ich fahre einen Lamborghini. In den USA habe ich das Gefühl, ich versuche einen LKW durch die Gänge zu manövrieren. Ja, ich habe tatsächlich die deutschen Autofahrer vermisst. Die Leute fahren hier sehr viel achtsamer. Ich weiß, ich sehe auch in den Kommentaren hier manchmal, in Deutschland fahren auch alle scheiße. Ah, und die Jungen fahren sowieso immer schlechter. Dann seid ihr vielleicht noch nie in den USA gefahren. Außerdem, und ich hätte niemals gedacht vor ein paar Jahren, dass ich das jemals sagen werde, ich habe nach der ersten Fahrt hier schon vermisst, dass die Ampeln auf der anderen Seite stehen. Ja, in den USA stehen die im Normalfall auf der anderen Seite. Und als ich das erste Mal in den USA war, dachte ich, was ist das für eine Scheiße? Kann doch sein, dass man die eventuell zu spät sieht und dann vielleicht mitten auf der Kreuzung erst anhält. Aber ich kann euch sagen, das passiert nicht. Okay, sag niemals nie. Das kann definitiv mal passieren, dass jemand auf der Kreuzung erst anhält. Aber das liegt dann normalerweise nicht an den Ampeln. Wenn die Ampeln auf der anderen Straßenseite stehen, kann man sie wunderbar ganz einfach vom Auto aus sehen. Hier sitze ich dann manchmal so und verrenkt mir den Hals, um irgendwie noch die Ampel zu sehen. Aber vielleicht mache ich auch ganz einfach irgendwas falsch, schon immer. Blitzer! Nein, nicht das Pokémon, sondern Blitzer auf der Straße. Gibt es in den USA nicht und ich habe sie definitiv nicht vermisst. Aber das ist ein heikles Thema. Ich meine, so wie ich es mir denken kann, allgemein sind sie ja gut, um die Straßen zu regulieren und sicher zu halten. Auf der anderen Seite, und da werde ich jetzt nichts sagen, das kann jemand machen, der sowieso schon relativ kriminell ist. Miss, ja, komm mal kurz raus. Ja, kannst du das kurz erzählen? Also, warum frage ich überhaupt? Na klar, wenn ich das sage, dann macht er das. So, setz ich mal hier hin. Da sieht man, ich muss sie vielleicht ein bisschen ranzoomen. Ich habe meine Brille gar nicht auf. Was soll ich sagen? Blitzernerven? Blitzernerven. Nochmal genauer. An manchen Stellen, wenn so gut wie kein Verkehr ist und wo nur 50 km/h erlaubt sind, wäre es vielleicht okay, auch unter gewissen Umständen vielleicht mal 60 zu fahren. Okay, okay, das ist meine Meinung, ja? Meine Meinung. Ja, gut.
Interessant, was du da sagst. Ja? Kleiner Krimineller, würde ich sagen. Was sowas auf meinem Kanal gesagt wird, kannst schön im Rucksack bleiben für die nächsten Tage. Sowieso. Ja, ich habe nichts gesagt. Ich glaube, dass viele vielleicht so denken. Ansonsten gäbe es ja nicht diese ganzen Apps und Geräte, die einen vor Blitzer warnen. Was ich allerdings hier ebenfalls vermisst habe, ist, dass die Steuern auf den Produkten schon inklusive sind. Ob im Restaurant oder beim Einkauf. Ich war hier in einem Restaurant und habe etwas für 15 Euro bestellt und am Ende standen 15 Euro auf der Rechnung. Jetzt ist das so gut, weil ich immer schon in meinem Kopf automatisch überall 9% Steuern draufrechne, wenn ich was kaufe. Und dann merke ich an der Kasse, dass ich die gar nicht zahlen muss. Und so habe ich jedes Mal das Gefühl, dass ich einen Rabatt bekomme. Und das gefällt mir. Apropos gefällt mir, wenn euch das Video gefällt, gebt gerne schon mal einen Daumen nach oben, um den Kanal zu supporten. Wenn es euch nicht gefällt, gebt trotzdem gerne einen Daumen nach oben, um den Kanal zu supporten. Danke, oh my god, I appreciate it, oh my god, so much, thank you, you're the best. Große Packung. Ich vermisse meine großen Packungen. Diese Mini-Müsli-Packung, 1-Liter-Flaschen, Freunde, alles, was unter 2 Liter ist, ist eine Probiergröße. Okay? Verstanden? Wenn man hier in Deutschland jemanden trifft, fängt nicht unbedingt jeder damit an, erstmal direkt nur ungefragt über sich selber zu reden. So wie ich es in meinen Videos oft mache, fällt mir gerade auf. Und davon zu reden, welchen Beruf er hat und wie toll er in allem ist, was er so macht. Nicht jeder versucht sich direkt aufzuwerten und zu zeigen, wie viel wert er ist. Wie zum Beispiel die Figur in meinem Los Angeles Sketch. Hallo, ich bin Sarah und ich bin Actor, Singer, Songwriter, Entrepreneur, Instagram Model, CEO, Producer und ich bin echt eine richtig, richtig gute Schauspielerin. Aber ich warte einfach darauf, dass auch jemand anderes mir mal eine Chance gibt und das erkennt, weil ich verdiene das wirklich, weil ich so gut bin. Das ist wirklich eine Los Angeles-Geschichte allerdings. Im Gegensatz dazu etwas, das ich hier aus Deutschland nicht so ganz vermisst habe. Ich will nicht unbedingt sagen, dass ich diese extreme Überfreundlichkeit, die teilweise aufgesetzt ist in Amerika, dass ich das wirklich vermisse. Aber diese starke Sachlichkeit im Umgang, das bevorzuge ich definitiv nicht mehr. Ich vermisse hier diese Lockerheit im Umgang, die man in den USA selbst gegenüber Fremden hat. Und das spiegelt sich auch in der Sprache wieder. Ich weiß wirklich selber schon ganz oft nicht mehr, wann ich du oder sie sagen soll. Wenn du mich noch mal duzt, tau ich dir eine Delle in die Gewürzgurke. Wieso hat die eine Person jetzt mehr Respekt und mehr Höflichkeit verdient als die andere? Vor allem, wenn es folgende Situation ist. Ja, ich komme wieder mit einem Kassierer am Supermarkt-Beispiel. Aber diesmal ist es wirklich eine echte Situation, die hier letzte Woche war. Da saß jemand im Supermarkt. Lange Haare. Metal-Festival-Armbänder. Ungefähr mein Alter, voll auf meiner Wellenlänge. Ich glaube, mit denen hätte ich mich direkt eine Stunde lang über Musik unterhalten können. Und dann werde ich gesiezt, auf Abstand gehalten. Selbst mein Arzt, bei dem ich vergangene Woche war, den kenne ich die Hälfte meines Lebens. Trotzdem ist man noch auf Distanz, man benutzt den Nachnamen und man wird gesiezt. Ich meine, hier ist es ja so, dass man selbst unter Kollegen, wenn man schon jahrelang zusammenarbeitet, immer noch sich gegenseitig mit dem Nachnamen anspricht. In den USA ist man sehr viel schneller auf First Name Basis, also man benutzt den Vornamen. Was mir ja wirklich gut gefällt. Jeder tickt anders, ich verstehe. Ich habe es in den Kommentaren auch unter dem anderen Video, wo ich darüber geredet habe, gesehen. Manche Leute bevorzugen das, diese Höflichkeit, diesen Abstand vielleicht zu Fremden. Aber für mich kann ich auf jeden Fall sagen, wenn ihr damit einverstanden seid und euch dabei wohlfühlt, in den Kommentaren, in Nachrichten an mich oder sogar wenn ihr auf mich auf der Straße sehen solltet oder so, bitte duzt mich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dies jemals in meinem Leben sagen würde. Ich vermisse hier in Deutschland manchmal meinen AC, Central AC, beziehungsweise meine Klimaanlage. Es kommt noch ein Video, das heißen wird 8 Alltagsdinge, die mich in den USA nerven oder sowas ähnliches. Und da, auf dieser Liste, ist ebenfalls Klimaanlagen. Wie kann das sein? Generell gehen die Amerikaner gerne mal ins Extreme, was Klimatisierung betrifft. Wenn es heiß draußen ist, muss man sich teilweise eine Jacke einpacken, um einkaufen zu gehen. Oder wenn man bei jemand anderen ins Auto steigt, weil die Leute manchmal gerne ihren AC blasten. To blast your AC, wie man so nennt. Also den AC voll aufdrehen auf gefühlte 12 Grad. Davon bin ich definitiv kein Fan. Aber
Der gesunde Einsatz von Klimaanlagen kann tatsächlich auch ganz nett sein. Hier bei uns in Deutschland unterm Dach kann es jetzt im Sommer tatsächlich ziemlich heiß werden. Und ja, natürlich kann man das Fenster aufmachen, aber dann hat man immer die Entscheidung. Entweder Fenster auf und angenehme Temperatur und gleichzeitig 10 Mücken im Raum oder eben schwitzen. Ich vermisse allgemein so diese amerikanische Unbefangenheit. Regeln, Regulierung, Bürokratie, diese teilweise pedantische, beschränkte, kleinliche und manchmal voreingenommene Art, auf die man hier manchmal stößt, ja, das kann einen definitiv mal auf den Senkel gehen. Das kann man ja nicht so machen, ne? Ja, das können wir hier leider nicht. Mhm. Naja, ne? Wenn die das so machen will, meinetwegen. Ist ja auch nicht jeder so und jeder darf so sein, wie er will von mir aus. Beziehungsweise, das Ding ist, ich habe manchmal das Gefühl hier, dass nicht jeder so sein darf, wie er will. Klar, es gibt auch da Grenzen, aber solange man damit niemand anderem wehtut, was soll ich dazu sagen, außer... Was geht dich das an, du Arsch? Manchmal möchte ich hier den Leuten einfach mal sagen, entspannt euch mal. Entspannt euch mal. Macht euch das Leben doch nicht selber so schwer. Allein als ich hier am Flughafen angekommen bin und bei der Gepäckausgabe war und da eine Linie gesehen habe, bitte Abstand halten. Und direkt dahinter noch eine Linie und hier bitte auch nochmal Abstand halten, wo ich dachte, okay, jupp, ich glaube, ich bin in Deutschland angekommen. Regeln sind ja auch allgemein nichts Schlechtes, aber so ein gesundes Mittelmaß wäre mal nicht schlecht. Denn dem ein oder anderen Amerikaner würde ich auch gerne mal sagen, entspann dich vielleicht nicht ganz so viel. Bisschen mehr gesunder Menschenverstand wäre vielleicht angebracht in dieser Situation. Immer wenn ich nach Deutschland komme, ist das Erste, was ich tue, ein schönes Glas Leitungswasser trinken. Ja, angeblich kann man das Wasser in Los Angeles aus der Leitung auch mittlerweile direkt trinken, aber für die meisten von euch würde das Leitungswasser in vielen Orten der USA wahrscheinlich wie das Poolwasser in Deutschland schmecken. Auf der anderen Seite vermisse ich hier in Deutschland im Restaurant allerdings mein All-You-Can-Drink gratis Wasser. Ja, manchmal bekommt man da nur das abartige Leitungswasser, aber in den meisten Fällen ist es normales oder gefiltertes Wasser. Pro-Tipp, wenn es nach Chlor schmecken sollte, kann es oft sein, dass es an den Eiswürfeln liegt, die da drin sind. Also probiert dann das Wasser nochmal ohne Eiswürfel zu bestellen und sollte es dann immer noch so schmecken, kann man sich halt auch Wasser kaufen. Und ja, ich weiß auch, in Deutschland kann man sich Leitungswasser im Restaurant bestellen, das nichts kostet. Und das habe ich auch schon ein, zwei Mal gemacht. Aber jedes Mal, als ich das gemacht habe, hat mich die Bedienung hier angeguckt, als sei ich der knauserigste Bastard, der ihnen jemals vor die Nase gekrochen ist. Und vielleicht bin ich das auch, aber wenn jemand die Kontrolle über mein Essen hat, will ich nicht unbedingt, dass die Person das über mich denkt. In den USA wird da normalerweise auch durchgehend nachgeschenkt, selbst wenn man nicht danach fragt. Und auch bei Dingen wie Cola, wenn man dafür anfangs bezahlt hat, gibt es immer Refills. Und das finde ich definitiv besser. Ach ja, das Hauptklischee müssen wir natürlich auch noch aus dem Weg räumen. Ja, es ist immer noch so, deutsches Brot und deutsche Backwaren sind einfach Weltklasse. Jetzt, wenn ich in Deutschland bin, esse ich innerhalb von 2 Wochen so viel Brötchen, wie ich sonst in einem ganzen Jahr gegessen habe. Einfach, weil ich es so vermisse. Ich sag nur Hashtag Franzbrötchen. Ich glaube, ich habe in den 2 Wochen hier jetzt schon 6 oder 7 Franzbrötchen gegessen. Alle sagen immer, wenn man USA-Urlaub macht, nimmt man zu, aber leider nicht. Bei mir ist es das Gegenteil. Man merkt allerdings doch, dass die allgemeine Lebensmittelqualität hier in Deutschland sehr viel besser ist und das habe ich mit manchen ja, allergischen Problemen doch definitiv vermisst. Es ist nicht nur, was die Qualität der Inhaltsstoffe betrifft, sondern auch einfach die Anzahl der Inhaltsstoffe und Zusatzstoffe. Klar, es gibt auch hier in Deutschland im Supermarkt sehr viel Müll, der teilweise ziemlich gut schmeckt. Aber bei manchen Produkten in Amerika ist es einfach nochmal ein ganz anderes Level von Müll. So kann ich auch nur wieder am Ende sagen, was ja manche mich tatsächlich fragen, was meinst du, was ist das bessere Land zu leben? USA oder Deutschland? Ich glaube nicht, dass es das ideale Land zu leben gibt. Es gibt das ideale Land für einen zum Leben. Aber nochmal zu Dingen, die ich vermissen oder nicht vermissen würde. Ich war einfach 2 Wochen hier bis jetzt. Und ich glaube, wenn ich hier zurückziehen würde,
mit eigener Wohnung, mit eigenem Auto und Arbeit etc., da würde die Liste auf beiden Seiten wahrscheinlich noch um einiges länger werden. Vielen Dank an alle Patreonen und Mitglieder hier auf YouTube. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert natürlich gerne und ich freue mich darauf, bald wieder in den USA zu sein und Videos von dort für euch zu machen und euch zu zeigen, was man denn so Tolles alles in Amerika machen kann. Jetzt aber nochmal liebe Grüße vom weißen Vorhang hier aus Schleswig-Holstein und bis zum nächsten Mal. Peace.